Da gibt es sogar noch mal einen Nachschlag Sommer. Da nehmen wir Sie ja noch lieber mit in die neue Woche. Herzlich willkommen. Montag zur Versand. Tausendmal probiert, tausendmal ist nichts passiert, aber heute dann doch. Dieser Lastwagen, der hat es geschafft, eine ganze Bahnstrecke mal eben lahmzulegen. Und wenn Sie jetzt denken, ach Mensch, hat er sich mal festgefahren, das ist doch nicht so schlimm. Doch, solche Unfälle passieren inzwischen so häufig, dass sie ein ernstes Problem sind. Gucken wir auf ein Thema gleich. Autos zu verschenken klingt ja gut. Diese hier waren aber alle kaputt gegangen während der Flutkatastrophe im Juli. Und da gab es jetzt eine wirklich tolle Aktion, von der wollen wir erzählen. Machen wir später hier in der Sendung. Aber erst einmal kommen wir zu diesen Bildern, die viele sicherlich noch erinnern. Er war das große Wunder in dieser großen, schrecklichen Katastrophe. Und zwar der Junge, der dieses schwere Seilbahnunglück in Italien vor knapp 4 Monaten überlebt hat. Ein Kind schafft das Unglaubliche, wurde berichtet. Das Schicksal dieses Jungen, das hat wirklich das ganze Land bewegt, Italien und weit darüber hinaus. Und nun gibt es erneut Schlagzeilen um dieses Kind. Und da geht es um wirklich schwere Vorwürfe. Von Kidnapping ist die Rede. Und das auch noch in der eigenen Familie. Und für ihn könnte es mit dieser neuen Woche ernst werden und damit auch für das britische Königshaus. Es geht um Prinz Andrew, den Zweitältesten der Queen, der sich harten Vorwürfen gegenüber sieht. Er bestreitet diese schon lange und nach wie vor. Doch im Raum steht der Vorwurf des Missbrauchs einer damals 17-Jährigen. Der Fall ist Jahre her, die Frau ist inzwischen erwachsen, aber sie fordert nun endlich Wiedergutmachung. So ein Fall hat es noch nie gegeben im Königshaus. Und über die Reaktion des Prinzen spottet heute das halbe Land. Aber ob er damit durchkommt. So, wir sind bei einem Bild, das passt zum großen Thema Impfen. Und wenn sich auch Superman impfen lässt, dann könnte das ja Ansporn sein, dem Superhelden vielleicht folgen zu wollen. Aber so ist das nicht unbedingt. Nach wie vor gibt es eine Menge Menschen, so heißt es in Umfragen, die zeigen noch immer keine Impfbereitschaft. Und deshalb versucht man in dieser Woche mit vielen verrückten Aktionen von einem Partybus bis hin zu Impfen im Fußballstadion nun mehr Leute zum Impfen zu bewegen. Und wir haben gefragt, hatte das nun heute Erfolg? Deshalb noch mal der Hinweis, fast jeder kann sich impfen lassen. Es gibt wirklich nur wenige Ausnahmen, wer da wirklich besser vorsichtig sein sollte. Darum geht es online bei uns. Gucken Sie gerne auf brisant.de. Und wir haben noch tolle Bilder. Ganz schön locker kommt der hier angesurft. Kurz mal cool das Fell geschüttelt. Und das war's, so sehen übrigens die Profis beim Hundesurfen aus. Und wir kommen zu einer weiteren wirklich tollen Aktion, die zeigt, wie viel Mitmenschlichkeit es doch gibt. Weil bei der Flutkatastrophe in diesem Sommer so viele Menschen neben ihrem Zuhause eben auch ihr Auto verloren haben. Und damit natürlich auch die Mobilität und bei vielen die finanziellen Mittel nach alledem jetzt knapp sind, gibt es eine wirklich tolle Idee. Die heißt, verschenke dein Auto. Und wir wollten wissen, wer macht damit und wie hat es funktioniert. Also wirklich tolle Idee. Sie haben gerade strahlende Gesichter gesehen. Würden Sie Ihr Auto spenden? Wenn Sie mögen, bitte gern. Wie Sie helfen können und Menschen so glücklich machen, wie Sie das gerade gesehen haben hier bei uns. Gucken Sie auf brisant.de, da gibt es alles dazu, alle Infos. Es bleibt, wir können es nur immer wieder sagen, ein Sommer der ganz großen Extreme. Und wir sind jetzt in Andalusien. Dort wird der Sommer begleitet aktuell von schweren Waldbränden. Und die breiten sich immer weiter gefährlich aus. Dazu jetzt mehr in den Kurznachrichten. Da jubelt das ganze Stadion, zu Recht. Wir gucken, was macht die Prominenz an diesem Montag? Wir haben spannende News zu gefragt gejagt, da können Sie sich freuen. Wir haben eine Madonna, die nicht 63 sein will und das erstaunlich beweist. Und dann gibt es noch eine Überraschung von und mit Daniela Katzenberger. Jetzt. Und wir starten die Prominenz heute mit Madonna, unserem Modemutmacher des Tages. Für alle, die sich im Kleiderschrank vielleicht mal vergriffen haben, tragen Sie mit Spaß und Haltung Ihr Outfit wie Madonna, dieses hier bei den MTV Music Awards. Justin Bieber war auch da, hätten wir kaum erkannt, weil er in Sakko und Kapuze irgendwie verschwunden war. 3 Nummern zu groß, ist wahrscheinlich in kaum zu erkennen. Ebenfalls war jetzt blond und mit kürzerem Bob Sängerin Billie Eilish natürlich mal wieder Abräumerin. Ed Sheeran würden wir immer wieder erkennen, selbst im Sakko mit Gardinenmuster. Wir schauen auf die Awards, die Gewinner und die mutigsten Auftritte.
Und die Girls haben nicht nur Spaß, sie arbeiten auch hart, wie diese hier. Wir haben gefragt, bei Model und Designerin Lena Gerke, gibt es überhaupt noch einen Moment, wo sie nervös wird? Und sie hat uns gestanden, ja, so ist es immer, wenn es um sie selbst geht. Und das war jetzt so bei der Berliner Fashion Week. Dort hat sie nämlich ihre eigene Modelinie vorgestellt, neue Kollektion. Und ganz viel erzählt über Momente, in denen sie sich am liebsten verstecken würde und was sie so richtig glücklich macht. Und er ist modisch gerade eher sportlich unterwegs. Wir sind bei Frederik, Kronprinz von Dänemark. Der will seine Landsleute motivieren, sich mehr zu bewegen. Und das schafft man am besten, wenn man mit gutem Beispiel vorangeht. Und dafür gab es nicht nur ein Küsschen von der eigenen Frau. Wie heißt der Satz so schön? An den Kindern merken wir, dass die Zeit schnell vergeht. Daniela Katzenberger geht es da nicht anders, die muss da auch durch. Ihre Tochter Sophia ist auch schon reichlich gewachsen. Und klar hat sie eine deutliche Meinung dazu, was zu Hause bei Mama und Papa so läuft, logisch. Nun ist sie 6 geworden und ihre Eltern haben ihr einen Riesenwunsch erfüllt. Ganz süß und wir waren dabei. Das Pferd gähnt, aber das Kind ist glücklich. So, jetzt lieber Alexander Bommes, es tut mir leid, aber du musst jetzt tapfer sein, denn es gibt tatsächlich Menschen, die dir den Rang ablaufen und das ausgerechnet auch noch in deiner eigenen Sendung. Was soll ich sagen? Du hast sie dir selbst reingeholt. Es sind deine Jäger bei Gefragt gejagt. Viele haben es ja schon versucht, es mit den Jägern aufzunehmen und nicht wenige sind hart gescheitert. Ja, die Jäger sind einfach richtig stark. Und wir freuen uns, es gibt jetzt Zuwachs. Und ich persönlich bin darüber sehr froh, denn es wird auch schon lange Zeit. Es ist eine Frau, die neu ins Team kommt. Und hier ist sie. Gut, das verspricht spannend zu werden. Wir wünschen stabile Nerven. Ich glaube, das kann man auf beiden Seiten so sagen. Also viel Spaß dabei jetzt und wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder dabei sind. 17:15 Uhr. Tschüss, bis dann.